Are you ready? Ja, moin Leute, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Casual Crusades. Heute machen wir weiter mit den Primäraffen und den Tech-Shootern. Dabei ist mir aufgefallen, dass Gwendolyn den Ring of Fire Buff, somit werden wir sie auf jeden Fall nutzen. Dann gehen wir mal ins Gameplay. So, ich schätze mal, dass der Ring of Fire und eben der Tech-Shooter schon recht stark ist. Aber was meint ihr? Wie weit kommt der Tech-Shooter in diesem Durchlauf? Also noch einmal die Regeln. Ich baue von jedem Tower 3 Stück und darf jeden Pfad sozusagen einmal bauen plus crosspathen, wie ich möchte. Hinzu kommt, dass ich Support Tower, sprich Affendorf und Alchemist bauen darf. Diese dürfen auch abgegradet werden, wie ich möchte. Und Helden sind eigentlich auch frei wählbar. So, da sind wir jetzt in Runde 40 und ich gehe wahrscheinlich mal davon aus, dass ich den oberen Pfad hier upgrade und dann versuche, somit den Boss, der jetzt kommt, gleich kaputt zu machen. Mal sehen. Los geht's. Scheint wunderbar zu funktionieren. Gar keine Probleme. Tja, dann sehen wir uns in Runde 63. So, da sind wir. Runde 63. Wir sind schon eigentlich sehr weit fortgeschritten, was Upgrades angeht. Und los geht's. Schauen wir mal. Scheint auch gar kein Problem zu sein. Die Tower halten wunderbar. Sehr stabil. Ich glaube, das wird auch so weitergehen. Ich meine, schon gemerkt zu haben, dass ich, glaube ich, die Serie umbenennen muss in welcher Tower schafft es weiter als 140. Ja, willkommen zurück. Runde 76, eine der schwierigen Runden. Und ich schätze trotzdem, dass es gar kein Problem sein wird. Let's go. Ja, easy. Ich glaube, 76 kann man getrost als nicht mehr so schwierig bezeichnen, wenn man genug Farm hat. So, wir kommen langsam in die Endstadien des ersten Abschnittes. 98, gar keine Probleme, wie man sehen kann. Macht gut Schaden. Braucht man gar nicht viel zu sagen. Ich glaube auch, dass es weiter ohne Probleme laufen wird. Nicht mal Fähigkeiten muss ich benutzen. Also Runde 99 und die 100. Schauen wir mal. Easy. Easy stabil. So, die Runde 115 nehmen wir auch mit. Die scheint manchmal auch ganz schön schwieriger oder knackiger zu sein. Aber zurzeit keine Anstalten zu verlieren. Also, Tech-Shooter scheint wirklich gut zu sein. So, da sind wir wieder. Runde 140. Das ist immer der Knackpunkt. Deshalb schauen wir mal rein. Wir nutzen sofort die Fähigkeiten und lassen es laufen. Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass der Bad halt befestigt ist und irgendwie stärkere Verteidigung hat, erscheint es echt schwierig, diesen durchzubrechen. Und das war zurzeit für jeden Tower der Fall, bis auf die Paragon-Tower. Deshalb mal gucken, wie sich das hier bewährt. Sieht eigentlich ganz noch ganz gut aus, aber das bedeutet gar nichts. Ne? Wir zünden weiterhin unsere ganzen Effekte, soweit es geht, und hoffen, dass wir ihn vielleicht durchbrechen. Optimales Microing. Oh mein Gott! Könnte es sein? Könnte es sein, dass es klappt? Nein! Aber, um ein kleines Fazit zu machen, ich habe diesen Run schon mal gemacht. Leider war die Aufnahme nicht so perfekt. Deshalb kann ich nur sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass ich mit dem Zünden der Fähigkeiten und ein bisschen die Crosspaths verändert habe und daraufhin
kam der gepanzerte Bat nicht mehr durch. Oder brach erst ganz spät auf. Leider immer noch zu spät. Aber das war ganz schön interessant zu sehen, was das richtige Microwing dann doch ausmacht. Also, wir schauen das nächste Mal rein bei dem Eisaffen. Bis denn. You should remember it.